Das folgende Programm wird Ihnen stark freundlich präsentiert von Parker Pharmaceutics und Saddam Hussein Cosmetics. Barbara. Willkommen zurück. Hallöchen. Und jetzt, liebe Jurassica, entführst du uns ins Reich der Pharaonen. Ins Reich der Pharaonen. Alte Ägypten. Ja, ich bin ja selber auch so eine ägyptische Nixe, sag ich immer. Das stimmt. Und jetzt pass auf, Barbara. Ich habe, bevor wir das neue Produkt vorstellen, werde ich dir erstmal Folgendes erklären. Und zwar, ich war nämlich zum Business Meeting in Ägypten eingeladen. Und zwar gibt es nämlich da eine ganz, ganz besondere Farm, mit der ich jetzt eine Kooperation habe. Und zwar eine Pharaonenfarm, liebe Barbara. Ach! Im fernen Ägypten, nahe der pulsierenden Nilmetropole Kairo und einen Katzenwurf vom sagenumwobenen Tal der Könige entfernt betreiben Parker Pharmaceutics und Saddam Hussein Cosmetics die erste und einzige Pharaonenfarm der Welt. Lassen Sie sich in den Bann ziehen von Jahrtausende alten Mumifizierungstechniken. Jurassica Parker und ihr Team enthüllen exklusiv die geheimsten Beauty-Secrets der attraktivsten Pharaonendynastien Ägyptens. Das ägyptische Weltkulturerbe, Umweltschutz und Menschenrechte sind uns ein hohes Gut. Unsere zertifizierten Rohstofflieferantinnen und Lieferanten aus Indien leisten ihren wertvollen Beitrag für das Hightech-Beauty-Produkt Pharaloon. In den hypermodernen Laboratorien in der Schweiz entwickeln und produzieren wir stetig die beste und wirksamste Kosmetik für Ihre ewige Jugend. Und jetzt pass auf, ich habe die Pharaonenextrakte und es ist eine ganz hochwertige Pflegesubstanz, sag ich mal. Elixier gepresst in kleine Pflegeampullen. Und auf dieser Pharaonenfarm, ich zapfe die Pharaonen ab ohne Ende. Und ich meine, Ägypten hat ja so viele Pharaonen. Und ich meine, die Damen zu Hause, wer war die schönste Quelle. Frau der Welt? Unsere Nofretete. Ah, ja, genau. Oder die. Das dürfen Sie nicht in Hausmüll schmeißen, denn das lockt Waschbären an. Ganz vorsichtig sein. Die lieben Pharaonenextrakt, die Waschbären. Deshalb, Barbara. Die schmeißen in die Tonnen um nachts. Ja, und dann rascheln die und schleckern die an den kleinen Ampüllchen rum. Das will man ja nun wirklich nicht im Haushalt haben. Und wenn Sie jetzt denken, das könnten wir dann einfach einen Ausguss runtergießen. Geht auch nicht. Auch nicht. Jetzt die Rohre weg. Deshalb habe ich ein Pfandsystem entwickelt, liebe Toll. Barbara. Das kann man das ist jeder, ja nachhaltig. In jedem Drogerie, nee, eigentlich überhaupt nicht, kann man in jedem Drogeriemarkt abgeben und dann entsorgen wir das für Sie meistens in irgendwelche Flüsse in China. Toll! Das ja. ist ja toll. Wie kriegt man denn das alles extrahiert? Du, wir reiten das Krokodil, meine Lieben. Solange es noch lebt, meine Lieben. Das ist ja wunderbar. Also so kommt das zu Ihnen nach Hause. Ja. Und dann können Sie das ganz hochwertig ja. rausdrücken. Ja. Dann haben Sie hier diese kleine Pharaonenampulle. Oh, das sieht schon jetzt schon so mystisch das aus. Das sieht ja... Und Gold. Das lockt Waschbären an. Man braucht 2 Ampullen am Tag. In einer Ampulle sind 2 Pharaonen. Sind schon mal 4 Pharaonen am Tag. In der Woche sind es dann 14 Pharaonen. Natürlich, macht Sinn. Im Set kommen die mit 13. Im Set kommen die mit 13. Man muss also mal 2 Sets kaufen, damit man eine Natürlich. Ich bin ja auch Geschäftsfrau. Das sind also in 24 Monaten 2197 Pharaonen. Pharaonen, die Sie nach Hause bekommen haben. Ja. Da kommt jeden Tag Pharaonenextrakt zu Ihnen. Ja, jeden das Tag. Das ist ja toll. Jeden Tag eine tolle Überraschung. Wenn Sie dann zur Tür gehen und dann dieses Pharaonenserum entgegennehmen,
Da freuen sie sich, glaube ich, einfach. Und das ist natürlich auch unheimlich umweltbewusst, dass jeden Tag 2 Ampullen mit Autos angeliefert werden. Das ist ja so toll. Das ist doch ein tolles Geschenk. Das ist auch ein tolles Geschenk, ja. Für den Valentinstag, das kommt sie ihrem Schatz, da kommt jeden Tag Post von seinem Liebling. Und schauen Sie mal. Guck mal, kannst du das in die Kamera halten? Golden, das schimmert. Und jetzt rate doch mal, Barbara, was das alles müsste, kostet. Das müsste, wenn ich das allein schon, die Verpackung, das wird doch über 100 Euro kosten, oder? Richtig, Barbara, 4,99 Euro inklusive Versand. Nein. Wie Bernstein. Und Babsi, das passt an so toll zu deinem Oberteil heute. Ja. Und jetzt pass auf, jetzt gerade, wir denken an Ostern. Du hast gerade eine WhatsApp bekommen, Barbara. Oh, das war ich. Wir denken an Ostern. Ja. Stichwort Auferstehung. Das ist ja ein tolles Stichwort für deine Pflegelinie. Sag ich dir, Barbara. Können Sie oben so ab... Huch. Und jetzt... Handrücken? Ach, Handrücken natürlich. Entschuldige. Schauen Sie mal. Da sehen Sie aus wie eine Speckschwarte. Genau. Aber über Nacht hat das diese Wirkung wie in einem Sarkophag. Und, genau, Barbara. Und die Haut, die trinkt das förmlich. Oh, die ist so durstig. Die ist durstiger aus. Und schauen Sie mal, wie toll das in die Haut einzieht. Da können Sie gleich ein Make-up drüber tragen. Das fettet gar nicht. Das hat ganz, ganz kein Fett. Kann die Kamera das einfangen? Das hat ein tolles mattes Finish und das finde ich so toll. Das Hyaluron der Pharaonen ist ja das Pharaloon. Das Pharaloon. Und das Pharaloon habe ich mir patentieren lassen. Toll. Extra für Saddam Hussein Cosmetics. Ja. Und das ist nur in meinen Produkten enthalten. Okay. Und auf dieser Pharaonenfarm, wie stelle ich mir das vor? Das weiß ich nicht, ich war noch nie da. Toll. Ja. Das in die Haut ein... Es hat ein bisschen was von Ejakulat, aber das soll so sein, Konsistenz, liebe Zuschauerin. Das stimmt. Ja. Schauen Sie mal, so ein bisschen auch wie so ein Skarabäus. Ja, und Barbara, ich der Skarabäus. Ich auch. Ich habe ja mehrere zu Hause, ich züchte die ja. Wirklich? Ja, Barbara, das möchte sagen, ich habe dafür übrigens auch einen Preis erhalten. Ah, ja, Moment, da kommst du doch gleich nochmal rum, Babsi, ne? Im Preis, für nachhaltige Kosmetik. Nachhaltige und, wie sagt man, gesunde Kosmetik. Gesunde Kosmetik, das stimmt. Das ist ja auch wie so ein bisschen, ich sag immer so ein bisschen wie der grüne Punkt, das ist ja auch wie so ein System. Ja. Du bringst den Leben und Tod. Das ist immer wieder ein Zyklus. Der Kosmetik, das ist ein Zyklus. Und schaut mal. Sofort eingezogen, sofort weg, da hast du keinen Glanz, nein. Barbara, also ich möchte sagen, wir sind jetzt leider schon durch. Wieder am Ende, wann kommst du wieder? Gar nicht mehr. Das ist... Das macht mir einfach wirklich keinen Spaß mehr. Verkauft ja doch einfach so schlecht. Verkauft ja doch so schlecht. Weil was soll man denn da machen? Das, Sie sehen mich dann am 22. Februar 2036. Ach, pünktlich zu Ostern, da freue ich mich, Babsi. 2036, 2015 einschalten. Wir haben auch gar keine Telefonleitungen, habe ich gerade gehört. Aber es ist auch völlig egal, liebe Barbara. Es war wieder so fantastisch Nichtsagen bei dir. Ja, fantastisch. Ich freue mich auch immer wieder, dass du gehst. Ja. Ich bin so sapschig von diesem Zeug, ey. Und jetzt geht's weiter mit meinem Kollegen in der Heimwerkerabteilung. Ach, ist das auch dieser Hirntote mit für Drohnensüchtige? Ganz genau. Ach, tschüssi, wir lieben euch.